Miriam, schön, dass du hier bist in der Gründerszene-Redaktion. Du bist eine der wenigen Fintech-Gründerinnen mit RatePay. Und kannst du uns aber vielleicht erstmal erklären, was ihr da genau macht, wie das funktioniert? Klar, also RatePay, wie der Name schon sagt, wir machen irgendwas mit Payment. Ja? Nein, wir bringen Käufer und Händler mit sicheren, einfachen Zahlungsarten zusammen. Versuch's mal in einem Satz zu sagen. Sichere, einfache Zahlungsarten, das sind vor allem aus der Käufersicht Sachen, die ein Käufer sofort kennt, wie Rechnungskauf, Ratenzahlung, Vorkasse und Lastschrift. Da muss ich dir nicht erklären, was das ist. Diese Zahlarten, die haben wir quasi digitalisiert. Also wir haben sie im Prinzip aus der alten Welt umgesetzt, sodass man sie ganz einfach in Online-Shops integrieren kann. Und dass der Händler, für den Händler ist es sehr schön, weil er seinen Käufern diese Zahlarten anbieten kann und wir ihm auch noch das Risiko wegnehmen. Das heißt, wir geben eine Zahlungsgarantie und haben eigentlich für beide Welten eine sehr gute Zahlungslösung. Das ist das, was wir machen. Ja. Jetzt habt ihr schon 2009 gegründet. Das ist für die Fintech-Szene sehr, sehr früh. Da war dieser Begriff noch gar nicht so recht geprägt. Wie war das damals eigentlich? Ja. Also es gab damals Fintech, das Wort gab es nicht. Ehrlich gesagt war das damals so, haben die meisten gedacht, das ist ziemlich langweilig, was wir da machen. Also Payment hatte auch noch nicht, da war noch kein Hype. Es war halt einfach, ich sag mal, so ein Thema, was so ein bisschen in der Nerd-Welt war, so diese Payment. Und oft hat man auch gesagt, das ist so ein unsexy Thema, E-Commerce und Apps sind toll und ihr seid halt am Ende der Nahrungskette, so das muss man halt machen. Als wir gegründet haben, war es auch natürlich dann auch noch geprägt von der Finanzkrise die Zeit. Ja, es war echt total schwierig. Also wir haben diese Idee gehabt, aber sind lange dem Geld hinterhergelaufen, haben auch erstmal keins gefunden und haben dann 2010 Otto gefunden, die bei uns investiert haben. Ja. Die haben euch dann 2011 ganz übernommen, richtig? Die haben uns ganz übernommen, ja. Aber jetzt nochmal eine andere Sache. Du hattest mal in einem Interview gesagt, du bist eigentlich so gar nicht dieser Businessmensch. Ja. Jetzt ist aber dein Unternehmen profitabel. Ihr habt über 100 Mitarbeiter. Wie passt das eigentlich zusammen? Also erstmal habe ich den richtigen Businessmensch an meiner Seite. Also ich bin ja immer ein großer Freund von gemischten Teams und da geht es eben darum, wenn man jetzt mal dieses ganze Diversity-Thema ausspricht, ja, es geht jetzt gar nicht um Gender, sondern es geht darum, dass man Stärken und Schwächen, dass man sich da ideal ergänzt. Und ich glaube, das haben wir. Also mein Kollege, der Jesper, der ist einfach sehr, sehr stark an meiner Seite und der ist der Business-Typ. Ja, er ist auch, ich sag mal, mit Berater-Hintergrund und der hat so einen ganz anderen Werdegang als ich. Und ich glaube, das passt einfach sehr gut. Ich würde sagen, ich bin eher so, er ist, ich sag mal, der Kopf, ich bin der Bauch und habe viele Ideen und das passt eigentlich gut zusammen. Ja, ich bin nicht so der Businessmensch, weil das habe ich gesagt. Also ich hatte nie jetzt, okay, als ich jetzt in einem Alter war, wo ich irgendwie überlegen musste, was werde ich, da gab es das Internet ja noch gar nicht. Ja, das ist ja schon etwas länger her. Ich bin in der Reisebranche gelandet, habe dort Vertrieb gemacht, aber habe mich immer interessiert für so, ich sag mal, neue Sachen. Mein Vater war irgendwie so damals bei IBM, Forschung, Entwicklung. Deshalb bin ich von der Kindheit her immer aufgewachsen mit damals Riesencomputern und schwer bedienbaren Computern und hatte auch keine Angst vor Technik. Das fand ich immer spannend. Und auch als das Internet kam, damals bei Hapag-Lloyd, glaube ich, war ich eine der Ersten, die eine E-Mail-Adresse hatte. Ja? Also, weil ich das einfach wollte. Ich habe das dann beantragt und so war es dann eben auch. Irgendwann kam dieser Zeitpunkt, man machte sich Gedanken, Flugtickets müssen, die Welt wird sich ändern, die Reisebüros von morgen sind nicht mehr die, das war 99. Und lustigerweise durch Diskussionen lernte ich damals eine Firma kennen, die hieß Bipit. Das ist heute, wenn man es weiter betrachtet, aus Bibbit wurde Worldpay. Und die ehemaligen Gründer von Bibbit sind die Gründer von Adyen. Die kennt man auch, wenn man in der Payment-Welt unterwegs ist. Ja, also so ein bisschen so, wie das alles so entstanden ist. Deshalb bin ich sehr lange in der Branche, habe dann angefangen 2000 zu arbeiten und war irgendwie total infiziert von diesen Themen. Das ist auch mein Hobby, muss ich sagen. Es hört sich an, ja, aber ich glaube, manche Leute, die finden das etwas komisch, dass man sich mit sowas so, dass einem das Spaß machen kann. Aber ich fand das immer so spannend, eigentlich zu überlegen, wie könnte das beste Payment für einen Shop aussehen. Ja, und das war immer, das war so im Wesentlichen mein Job früher. Und hatte dann 2008 ein Projekt. Ich habe einmal bin nach Bibbit dann zu Ogone, die wurden auch gekauft. Also ich war 8 Jahre dort in diesem Umfeld und dann 1,5 Jahre ein kleiner Ausflug zu einem anderen Anbieter, der sich vor allem mit White Label Payment Service Providern befasst hat. Und der hat quasi, das heißt, der hat für andere Unternehmen Payment Anbieter gebaut in deren Namen. Und wir hatten eben die Aufgabe, die alten Zahlungsarten, wie könnte man die denn da intelligent reinpacken? Und wir haben nichts gefunden. Und so ist die Idee entstanden. Und ich dachte, eigentlich müsste man was machen. Und dann musste ich wieder an meinen alten Chef Peter denken und dachte,
die sind jetzt auch nicht so viel schlauer als ich, die können das auch irgendwie hinbekommen. Warum soll ich das nicht auch können? Ja, aber wie gesagt, Business-Typ nicht so in der Form. Ich habe keinen Beraterhintergrund, ich habe ein abgebrochenes Studium. Das ist alles so, wenn man das von der Vita eigentlich anguckt, gar nicht so schön alles, sondern ich habe immer viele Ideen gehabt und ich glaube, ich kann auch sehr hartnäckig sein, aber ich bin nicht so der zahlengetriebene Mensch oder die Excel-Königin. Ja? Da tue ich mich eher schwer mit. Also das ist auch, da stehe ich aber auch dazu und versuche das auch nicht zu verstecken, weil ich immer denke, das bringt eh nichts an. Dann fällt es eh auf und dann ist es besser gleich zu sagen, es ist nicht so mein Ding. Ja, und das ist dann eher so aus dieser Leidenschaft fürs Produkt entstanden, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne machen und das müsste man doch irgendwie hinkriegen. Ja. Und so, deshalb, so habe ich das gemeint. Jetzt war die längste Zusammenarbeit bei Ratepayer mit Otto. Mhm. Jetzt wurde die aber dieses Jahr verkauft. Mhm, ja. Warum eigentlich? Ja, wir wurden jetzt, dieses Jahr hat uns Bain und Advent gekauft. Das ist ein großer Finanzinvestor aus den USA, sind sehr spezialisiert auf auch gerade Finanztechnologie. Ich versuche es mal so zu sagen. Also wenn du jetzt du hast eine Krankheit und man weiß nicht so richtig, was du hast, du bist bei deinem Allgemeinarzt, den magst du sehr, sehr gern und da hast du auch größtes Vertrauen hin, aber der sagt, Mensch, also da ist was in deinem Knie, das ist besser, da guck mal ein Orthopäde nach, ein Facharzt. Und ich glaube, das ist vielleicht die einfachste Beschreibung, warum, weil also Otto ist ein wirklich wunderbares Unternehmen, wir haben uns da sehr wohl gefühlt und es war auch immer eine tolle Zusammenarbeit. Aber Otto ist nicht spezialisiert auf Finanzdienstleistungen, auf Payment, auf, ich sag mal, da kommen jetzt in Zukunft auch, ich sag mal, Themen, die einfach, die Branche bewegt sich sehr stark nach vorne, es ist Tech-getrieben, es ist, das ist eine andere Welt, wenn man ein Online-Händler ist, ja, dann hat man andere Kernthemen, mit denen man sich beschäftigt. Und ich glaube, das ist sogar ein sehr guter Move gewesen. Und wir haben das auch gemeinsam, also wir waren da, Otto ist nicht einfach hingegangen, hat uns verkauft, sondern das war auch eine gemeinsame, bewusste Entscheidung, zu sagen, dass das wahrscheinlich für beide das Beste wäre, jetzt auch zu verkaufen. Weil nur dann, wenn auch jemand jetzt vielleicht neu reingeht als Eigentümer, der wirklich weiß, was man eben noch machen kann und wie man an der richtigen Stelle unterstützt. Das war schon, also deshalb freuen wir uns da super drüber. Ja. Kannst du vielleicht schon mal eine kleine Perspektive zeichnen, was die nächsten Schritte bei euch sein werden? Ja, also wir sind jetzt, wie gesagt, wir sind ja nicht so diese Startups, die in 20 Länder gehen. Wir werden sicherlich uns ein bisschen mehr internationalisieren, aber vor allem fokussieren auf unser Produkt. Das ist exzellent wird, dass jeder sagt, okay, wenn einer denkt im europäischen oder im deutschen Markt, ich möchte was mit Rechnung, Rate, Lastschrift machen, dann muss er an uns denken. Das ist eigentlich so, wo man auch sagen kann, das ist einfach das Produktexzellenz, nochmal sehr stark auf unsere Kunden eingehen, was haben die für Wünsche, was kann man da umsetzen, also einfach das beste Produkt zu bauen, das ist, glaube ich, das, was wir gerne möchten und das ist das Ziel. Und, wenn du jetzt nochmal einen Blick auf die gesamte Fintech-Szene wirfst, dann gibt es ja auch immer wieder Kritik. Sind die wirklich auf Dauer profitabel? Wie würdest du das ungefähr einschätzen? Ja, das schätze ich auch so ein. Ich glaube schon, dass viele denken, da ist schon so ein bisschen eine Goldgräberstimmung. Es ist halt im Fintech, oder es kommt ja drauf an, was für Fintech. Das ist, manches sind nur reine Portale, wo du irgendwie Vergleiche machst oder sowas. Da brauchst du nicht viele Lizenzen oder so. Da ist es auch nichts anderes als jetzt ein... Ja, ich sage jetzt als ein großer Online-Shop, aber je nachdem, was du machst, dann hast du eben sehr, sehr viele Gesetze, die du tangierst. Du musst dich auseinandersetzen mit einem riesen Regulatorikapparat. Also wir haben zum Beispiel auch eine BaFin-Lizenz, eine ZAG-Lizenz. Du hast sehr viele Datenschutzthemen, du hast sehr viele Verbraucherschutzthemen. Also je nachdem, wie gesagt, wo du dich da bewegst, da musst du einfach sehr stark in Details reingehen. Da hast du nämlich auch, wir sind schon relativ alt, also wir sind kein junges Fintech mehr, nichtsdestotrotz dauert es sehr lange, bis alle diese Prozesse stehen. Das ist nicht nur reines Tech vorne, ich sag mal Frontend, dass das System funktioniert, dass man Zahlungen reinschicken kann, das ist das Kleinste. Das Große dahinter ist dieser ganze Apparat, dass Zahlungen sauber zugeordnet werden, dass es hochautomatisiert wird. Wir haben ein SAP-System aufgebaut hinten dran. Ja? Das kann man sich manchmal, so haben wir natürlich auch nicht angefangen, aber ich glaube, das wird oft unterschätzt. Also da kam auch so im Laufe der Zeit, habe ich immer mal wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ich mache das ganz cool und locker, ihr seid echt spießig. Die gibt es aber auch schon alle nicht mehr. Also es wird halt oft, glaube ich, man nimmt das ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter, dass das sowas ist. Ja cool, ich mache jetzt Fintech und da gibt es jetzt auch viel Geld, wird gut gefundet. Ich glaube, man sollte sich schon sehr bewusst darüber werden, was das eigentlich bedeutet und sich damit tiefer auseinandersetzen. Ja. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne.